Dezent. Absolut dezent steht er da. Der neue Audi RS5. Hatten bisher die meisten Audi-Top-Modelle immer einen Hauch expressiver Aufdringlichkeit, so soll der neue Audi RS5 offensichtlich auch mit Stil und etwas Understatement überzeugen. Und dies ist gut so. Um seine zur Schau getragene Unauffälligkeit noch einmal zu unterstreichen, hat sogar der Testwagen ein eher zurückhaltendes Grau als Farbkleid. Die Leistung von 450 PS katapultiert ihn in die Dimension des Porsche 911 GTS, das Gesamtgewicht allerdings nicht. Und schließlich soll der RS5 auch laut Audi gar kein Supersportler sein, sondern ein GT der klassischen Art. Der Klang hat etwas. Auch mit 6-Zylinder-Triebling. Die richtigen Schalter gedrückt und im Sportmodus erscheint sofort der Drehzahlmesser mittig. Auf der Autobahn und Landstraße ist der RS5 das ideale Reisegefährt. Die Hardware hält sich ganz im Hintergrund. Der Wandlerautomat schaltet angenehm, das Fahrwerk bügelt die Fahrbahnunebenheiten sauber weg und die Kabine ist so gut isoliert, dass außer dem Summen des 6-Zylinders kaum Geräusche ans Ohr der Passagiere dringen. Trotzdem taugt der RS5 für eine Höchstgeschwindigkeit von 250 bzw. 280 km/h. Dank des nun kleiner bauenden 6-Zylinders statt des schweren 8-Zylinder-Triebwerks ist der Wagen deutlich agiler und schiebt in schnell durchfahrenden Kurven nicht mehr so unsympathisch über die Vorderachse. Zudem wurde die Karosserie deutlich abgespeckt. Trotzdem ist der RS5 noch immer recht schwer, aber eben nicht mehr so kopflastig. Wenn der Fahrzeuglenker will, wird somit der neue auch zum wilden Vollgastier. Auf kurvenreichen Landstraßen ist der Audi zu Hause. Wer den vorgewählten Comfort-Modus verlässt, den Auto-Modus überspringt und direkt in den Dynamic-Modus wechselt, der erlebt, wie die Antriebs- und Fahrwerkssysteme scharf gestellt und sportlich direkter werden. Per Tastendruck wirkt der RS5 dann wie ausgetauscht. Die im Innen-V des 2,9 Liter 6-Zylinders platzierten Turbolader liefern fast verzögerungsfrei Ladedruck. Die ZF-8-Gang-Automatik schaltet blitzschnell und ermöglicht den Spurt von 0 auf 100 in 3,9 Sekunden. Im Dynamikmodus wird das Fahrerlebnis ein völlig anderes als im pflegeleichten Komfortmodus. Und der RS5 lässt sich zudem weiter optional hochrüsten mit einer extrem präzise ansprechenden Dynamiklenkung, einem Sportdifferential mit aktiver Momentenverteilung und einer elektronischen Dämpferregelung. Für eine ideale Verzögerung sorgt eine großdimensionierte Stahlbremse oder die optionale, aber sehr teure Keramikbremse. Übrigens, Audi ist mit dem neuen RS5 ein wirklich gutes Auto gelungen. Aber das hat auch seine Gründe, denn mit dem Downsizing hat man sich für einen leichteren Motor, einen 6-Zylinder entschieden. Das gibt weniger Gewicht auf die Vorderachse. Und natürlich ist das Auto auch 60 Kilo leichter geworden in der Karosserie. Er ist hervorragend zum Reisen, er macht Spaß, er ist wirklich klasse. Vor allen Dingen, was uns beeindruckt hat, ist natürlich das Schalten. Die Hinterachse ist besser geworden, da hat man sich auch für eine neue Technik entschieden. Und das Fahrzeug hat einen relativ kleinen Wendekreis. Und insgesamt macht das Auto sehr viel Freude und wird natürlich auch wieder seine Zielgruppe finden, denn das hat der Vorgänger schon getan und dieser neue RS5 ist eben noch eine ganze Portion besser. Die Optik kommt, wie bereits erwähnt, sehr dezent daher und soll offensichtlich neue Zielgruppen mit Stil und Klasse ansprechen. Auf den ersten Blick sieht der Kaufinteressierte kaum mehr als beim ohnehin schon sehr sportlichen S5. Allerdings sind die Kotflügel auf jeder Seite um 1,5 cm im Vergleich zur Basis ausgestellt und die Lufteinlässe sind zur Beatmung des 6-Zylinders noch vergrößert. Dieser optische Eindruck ist der neuen, kleineren Motorisierung entsprechend angepasst und spaltet somit die Fangemeinde. Die im direkten Vergleich recht aufdringliche Optik des Vorgängers ist somit Vergangenheit. Wie bereits gesagt, die Vollgasgemeinde, der Tuning- und Folierfans wird es hassen, so dezent daherzukommen. Die zahlungskräftigen Käufer werden es lieben, denn diese steigen nach Bedarf dann ohnehin auf die noch potenteren Modelle des Konzerns um. Kein Basteln, kein Folieren, kein Verschlimmbessern. Alles original, dezent und ausgetestet.
Das Cockpit des RS5 wirkt futuristisch. Der charakteristische TFT-Bildschirm erlaubt die Anzeige einer großen Navigationskarte oder verschiedener Performance-Anzeigen, die den Informations- und Spieltrieb des Piloten bedienen. Zudem sitzt der Fahrer hervorragend auf den Sportsitzen. Sie wirken ausgesprochen komfortabel, bieten aber auch perfekten Seitenhalt. Der puristische Ansatz im neuen RS5 ist insgesamt sehr lobenswert. Aber er wird im RS5 leider nicht konsequent durchgehalten. Denn bei der manuellen Gangwahl hält Audi Sport am falschen Schema fest. Zum Hochschalten muss der mittig platzierte Wählhebel weggedrückt werden, zum Herunterschalten nach hinten gezogen werden. Bei Rennwagen ist es andersherum, einem harmonischen Bewegungsablauf auf der Piste entsprechend. Im Bereich Konnektivität ist der neue RS5 wie seine Brüder auf der Höhe der Zeit, was aber auch erwartet werden kann. Ja, der allergrößte Unterschied zum Vorgänger ist, wie man natürlich deutlich sieht, die völlig neue RS-Designsprache, die wir dem neuen Auto verliehen haben. Aber die vermutlich noch viel größere Änderung steckt unter der Motorhaube. Wir haben nämlich ein komplett neues Motorenkonzept, ein V6 Biturbo, und das unterscheidet das neue RS5 Coupé deutlich vom Vorgänger. Wir haben, obwohl wir dieses Downsizing auf 6 Zylinder betrieben haben, weiterhin 450 PS, 600 Newtonmeter Drehmoment, das sind ganze 170 mehr als beim Vorgänger. Und das zusammen mit unserem Quattro Allradantrieb sorgt wirklich für eine brachiale Beschleunigung von 0 auf 100, nämlich nur 3,9 Sekunden. Die größte Zielgruppe für das RS5 Coupé sind natürlich zu 98% Männer. Das war in der alten Generation schon so, das wird sehr wahrscheinlich auch in der neuen Generation RS5 Coupé der Fall sein. Unsere Zielkunden sind sehr technik- und performancebegeistert. Das RS5 Coupé ist weltweit ein sehr erfolgreiches Fahrzeug. Wir verkaufen sowohl in Europa als auch in China sehr viele Fahrzeuge. Der Hauptmarkt ist allerdings in Nordamerika zu finden, das sind die USA. Hier haben wir bereits beim Vorgänger viele Fahrzeuge sehr erfolgreich in den Markt gebracht. Und diesen Erfolg werden wir beim Nachfolger auf jeden Fall fortsetzen. Das Fahrwerk verzeiht sehr viel. Wer die Stabilitätskontrolle komplett abschaltet, sollte sich allerdings gut über sein Handeln im Klaren sein. Sie springt nämlich auch beim Tritt auf die Bremse nicht mehr an. Und das ist auch gut so, denn gewisse Fahrmanöver im Grenzbereich verlangen nach fein dosiertem Bremseinsatz mit dem linken Fuß. Audi scheint ein großer Wurf gelungen zu sein, denn der neue RS5 wurde wesentlich verbessert zum Vorgängermodell. Eine sportliche Gangart gutiert er mit einem neutralen Fahrverhalten. Zudem erreicht er offensichtlich neue Zielgruppen mit diesem besseren, aber dezenteren und edleren Auftritt. Aufgrund des immer noch hohen Gewichts, trotz Downsizings und Abspeckprogrammen mit neuen Materialien, ist er mit dem hohen Komfort noch immer zu schwer für einen richtigen Supersportler. Aber das soll er ja auch gar nicht sein. Im Gesamtpaket von Style, Leistung und Ausstattung ist dann sogar der Einstiegspreis von knapp 80.000 Euro recht interessant.